Moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Wonders, dem wahrscheinlich letzten Part zu diesem Spiel. Beim letzten Mal haben wir Bowser in seinen Hintern getreten, das Spiel abgeschlossen. Und wir haben jetzt hier in der Spezialwelt noch ein Level vor uns und irgendwo in den Blüteninseln, ich habe extra nachgeguckt, es gibt dort keinen Secret Exit, haben wir ein Level übersehen. Ich habe keine Ahnung wo, eventuell irgendwo im Bowser-Bereich. Ach, ich habe hier bei den Ziso-Kugel-Willis irgendwo was übersehen. Na gut, dann müssen wir da nochmal hin. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, beziehungsweise vorletzten Mal. Holen wir dann einfach, nachdem wir hier fertig sind. Das ist wahrscheinlich auch die letzte Münze, beziehungsweise der Samen, der dort fehlt. Und ich sehe schon, dass ich gleich ein Goomba werde. Bis später. So, Goomba-Time. Hilfe, sie wollen mich alle platt machen. Ich kann auf denen stehen, ne? Okay, erste Münze haben wir. Ich denke mal, die werden hier nicht so sehr versteckt sein. Ich habe Angst als Goomba. Als Goomba hat man ein schweres Leben. Ich springe übrigens nicht höher, wenn ich die Taste gedrückt halte. So, ich bin wieder hier. Ich versuche mal auf das untere Ding zu kommen. Okay, das habe ich geschafft. Münze haben wir. Das ist alles, was zählt. So, die Fake-Zähne-Münze ignorieren wir jetzt. Oder auch nicht. Ich bin daneben gesprungen. Ich hatte nicht vor, die Münze mitzunehmen. Aua. Alter, ich bin wieder hier. Ich muss schon sagen, als Goomba ist man's Essen nicht leicht, ne? Ich bin so oft an diesen Bounce-Dingern verreckt. Ich warte mal, bis das nächste Ding kommt und dann bewege ich mich erst. Alter, war das Level grausam. Toll gemacht. Als Goomba hat man es echt schwer. Also die Verwandlung mochte ich als einzige in diesem Spiel überhaupt nicht, ne? Bin schon froh, dass ich es geschafft habe, alle Münzen mitzunehmen. So, als nächstes haben wir hier oben das vor uns. Haben wir ja noch die Finalwelt. Finaltest, ewiges Wunder. Bohrer. Was erwartet mich hier? Ein Fiebertraum. Nein, nein! Ich bin irgendwie ganz doof abgesprungen. Ja.
Hier ist alles Zeitlupe. Oh nee, jetzt geht's in die andere Richtung. Okay, jetzt ist es wenigstens Eigenverschulden. Oh nee! Die Ekelhaften sind wieder da! Goomba, lauf! Hab ich irgendwas davon, darunter zu springen? Nein, weil die Viecher kommen. Ich bin im alles Langland wieder gelandet. Die Viecher waren fies. So Leute, ich habe einen Moment gebraucht, aber ich bin wieder hier. Also diese Röhrenpassage finde ich ist so schlimm. Oh nee, die Kugelwillis. Feuer frei! Ich hab einen Blitz abbekommen. Und das Dumme ist, es gibt hier keine Checkpoints. Oh, okay, Leute. Ich bin jetzt einmal aus dem Level rausgegangen und habe mir eben kurz in der Arena nochmal ein extra Power abgeholt, dass ich zumindest eins auf Reserve habe. Ansonsten schaffe ich es hier nicht durch. So dämlich, dass ich gerade eben nicht auf die Blitze geachtet habe. So, was erwartet mich jetzt? Das fiese, dunkle, an dunkle Materie. Leute, ich muss mal kurz auf Pause drücken, weil bei mir gerade eine reingekommen ist, einfach mitten in der Aufnahme. Sorry, Leute. Okay, hier ist unsichtbare Welt. Okay, ich bin wieder hier. Und ich habe die Münze. Jawollo. Oh, ich hab's geschafft. Dieses Level ist schlimm. Ewiges Wunder abgeschlossen. Und das war auch der letzte Samen hier. Ich habe alle 10er Blumenmünzen gefunden. Das hat eine Medaille schon mal gegeben. Ich habe bei jedem Ziel die Flagge erreicht. Das hat auch noch mal eine Medaille gegeben. Uff, das war ja unglaublich. Wir sind so weit gereist und haben mich so weit gebracht. Aber das hier, das war ein ganz spezielles Erlebnis. Ich bin ja so froh, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wo ist das letzte Abzeichen? Kann ich das hier jetzt kaufen oder wie funktioniert das? Also mir fehlen ja auch noch die Aufsteller. Ich kaufe mal noch nicht. Vielleicht muss ich den wirklich kaufen. Ich habe den Wundersamen ja in dem Kugelwilli-Level offenbar irgendwie nicht mitgenommen. Geh mir dort noch den Samen holen. Dann kriegen wir ja auch noch mal was. Okay, Leute. Ich weiß jetzt, wo mir hier die Münze gefehlt hat. Und zwar kann man hier nach unten. Ich habe das einmal gefunden und mich dann extra umgebracht, damit ich es euch zeigen kann. Und hier unten ist dann auch mein Wundersamen, der mir noch fehlt.
Und hier wäre das mit dem Boot auch gekommen. Was ich gegen Ende nochmal gesehen habe. Tschüss, einfach was das Zeug hält, ne? Wird schon richtig sein. Ich hatte mich schon gefragt, wo hatten wir denn dieses Boot denn bitte mal gehabt? Hilfe, ich bin außerhalb des Bildes. Und da ist unser Wundesamen, der noch gefehlt hat. Ja, und dann kommt man hier gegen Ende wieder raus, ne? So, jetzt haben wir hier nochmal den letzten Wundersamen abgesammelt. Dafür kriegen wir nochmal 100 Blumenmünzen. Haben alle Wundersamen gesammelt, dafür kriegen wir nochmal eine Medaille. Abzeichenparade ist in der letzten Welt nochmal verfügbar geworden. Da, guck mal. Kann man das mit den Teilen irgendwo sehen? Also es gibt definitiv noch einen für Aufstellung und wahrscheinlich jetzt noch einen für das letzte Level. Vielleicht auch einen für Abzeichen. Vielleicht sind die Aufsteller überhaupt nicht wichtig. Super Finaltest, Abzeichenparade. Oh, bestimmt muss ich alle Abzeichen jetzt einmal durchnutzen. Und zwar perfekt. Hilfe, ist es hier eng. Und das hier hätten wir im Multiplayer gar nicht hinbekommen, das weiß ich. Aua. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier keinen einzigen Checkpoint geben wird? Danke. Okay, das Delfinabzeichen. Das sollte eigentlich... Ich will mal sehen. Sagt, die werden die Blitze hinter mir herbrutzeln. Für solche Fälle habe ich ja so etwas. Es gibt hier noch 10er-Münzen, ne? Warum gehe ich extra nach da oben, nur um nachzugucken, ob da jetzt eine 10er-Münze gespawnt ist? Verdammt. Okay, Leute, ich bin wieder hier. Ich habe mir jetzt nochmal ein Item geholt. Erstmal warten, bis der obere Blitz weg ist. Scheiß auf die eine Münze. Okay, jetzt kommt dieser Ducksprung. Verdammt.
Okay, ich bin jetzt wieder hier. Das Gute ist, man bekam einen Checkpoint in dem Gebiet hier. Das ist sehr nett, dass man einen Checkpoint bekam. Okay, ich muss den Piranha ausnutzen. Hier ist eindeutig die nächste Zähnemünze. Okay, Leute, ich bin wieder hier. Hoffen wir mal, dass es jetzt gut geht. Mein Item habe ich leider weggeworfen. Also, ich hatte das gerade eben einmal genutzt. So, Leute, ich bin wieder hier. Die Münze haben wir ja jetzt. Danke. So, was kommt als nächstes? Nein, warum ein Debuff? Okay, Leute, ich bin wieder hier. Ich überlege gerade. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf das Level. Das Level ist so grausam. Kann es bitte langsam endlich mal aufhören? Bitte macht, dass der Albtraum aufhört. Und er gibt mir Power-Up. Oh, wenigstens endlich mal wieder ein Checkpoint. Ich war schon am Überlegen, auf Mopsy zu wechseln. Komm. Nein. Oh, geschafft. Ey, ich war wirklich so kurz davor, zum Mopsy zu wechseln. Weil Mopsy kann ja keinen Schaden erleiden. Ach, komm. So, Leute, ich bin wieder hier, ne? Ey, ich bin jetzt schon 2 Stunden an diesem Level. Ich habe langsam keine Lust mehr. Jetzt kommen die Ranken. Zum Glück gibt es diese leichten Indikator. Ey, wie gesagt, ne, ich finde es echt nett, dass das Spiel hier so leichte Indikatoren hat, wo ich jetzt diesen Rankensprung machen muss. Als ob ich da rüberspringe und in den sicheren Tod. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Ja, danke, da sagst du was. Scheiß auf das eine Ding. Ich hoffe, das war jetzt nicht das, was die Zähnemünze gibt. Nein, warum der Dreck? Es ist so doch schon schwer genug. Oh, zum Glück war das nicht der Indikator für die Zähnemünze. Da gerade eben. Ich warte, bis das nächste kommt. Ich sehe mich halt nicht mal. Okay, ich bin wieder hier.
Ich bin wieder hier. Irgendwie schaffe ich es gerade zu überleben. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Habe ich die Hölle? Ich habe die Hölle überlebt. Ich habe sogar die Flagge. Alter, ich habe so lang für dieses Level gebraucht. Welcher Sadist hat sich dieses Unsichtbarkeitsding ausgedacht? Da ist ein Haus. Ein wunderbarer Abschluss. Und so leistet Mario der Prinz Außergewöhnliches. Sie durchquerten alle Level der Spezialwelt. Du hast enormes Können bewiesen. Um diese Leistung zu würdigen, verdiene ich so ein geheimes Abzeichen, das Stimmeffekte-Abzeichen. Was für ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank fürs Spielen. Du bist wirklich wunderbar. Was genau macht dieses Abzeichen? Wofür habe ich mich jetzt abgequält? Ich habe alle Abzeichen gesammelt zur Belohnung, fünfte Medaille. Wir haben es geschafft. Das ist eine großartige Leistung. Du kannst stolz auf dich sein. Ich frage mich ja, was geschieht, wenn du dieses geheime Abzeichen nutzt. Lass uns unten so unseren Triumph feiern. Ja, ich möchte es gleich verwenden. Ich will wissen, was der Dreck bringt. Ich habe 3 Stunden jetzt für dieses eine Level gebraucht. Das ist kein Witz. Du hörst seltsame Stimmen. Warte mal, ich weiß, welches Level wir dafür nehmen. Ich höre seltsame Stimmen. Was höre ich für Stimmen? Die Stimme in meinem Kopf? Es ist lustig, aber dafür habe ich mich abgemüht. Dafür habe ich mich so abgemüht. Dafür habe ich mich gequält, für diese komischen Stimmen. Also wie gesagt, sie sind lustig, aber sie sind es null wert. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert, wenn man bedenkt, wie sehr ich gelitten habe. Also, man muss schon sagen, nur das letzte Level, das war ultimativ schwer. Vor allem diese Unsichtbarkeitspassage war übelst schwer. Jetzt seht ihr übrigens auch mal das mit dem Elefanten jetzt mal endlich. Die letzte Medaille ist wahrscheinlich wirklich einfach nur, ja, du hast alle Abzeichen, alle Aufsteller. Spezialwert, ich gehe mal zu den Typen. Aber was für Müll! So, ich habe 639 gerade. Gehen wir noch mal eben kurz unsere Aufsteller durch. 38 fehlen uns. Ganz ehrlich, ich lasse es drauf ankommen und gehe die 10er-Dinger durch, bis ich einen Bereich sehe, wo ich eventuell den Rest aufkaufen kann und wenn nicht, dann hat sich die Sache. Okay, Leute, ich habe jetzt alle Münzen ausgegeben und mir fehlen immer noch 16 Aufsteller. Wenn ich das mit den 30ern, also mit diesen Safe-Dingern holen will, dann brauche ich 480 Münzen insgesamt.
Ich habe das schon ausgerechnet. Ich mach das so. Hier ist einfach an der Stelle ein Zwischencut. Ich sammle die Münzen offscreen. 480 kriege ich eventuell irgendwie gut zusammen. Ich gucke, dass ich mir vielleicht einen Guide raussuche, wo man sie schnell zusammenkriegt. Und dann kaufe ich mit euch onscreen. Also bei euch wird das nur ein 10 Sekunden Unterschied sein. Bei mir wird es wahrscheinlich eventuell eine Woche Unterschied sein, je nachdem, wie lange ich brauche dafür. Und dann gönnen wir uns den letzten Aufsteller noch zusammen. Ich sage einfach mal bis gleich euch allen, ne? Ja, Leute, willkommen zurück, ne? Also bei mir waren es jetzt so 3 Tage, bei euch nur so, wie gesagt, ein paar Sekunden. Aber ich habe jetzt hier die ganzen Münzen zusammengefarmt und man kann an den Aufstellern sehen, es fehlt jetzt nur noch einer. Ich habe extra einen bei Mario übrig gelassen. Wir können uns ja gleich die ganzen Aufsteller noch zusammen angucken. Aber jetzt kaufen wir den letzten Aufsteller. Ich habe sogar so weit gefarmt, dass ich sogar noch mal mit den Leben in der Maximalen bin. Also mir kann am Ende des Tages keiner hier vorhalten, ich hätte das Spiel nicht in der Maximalen ausgereizt. Und dann gönnen wir uns jetzt den letzten Aufsteller. Den Goomba Mario. Und damit haben wir alle 144 Aufsteller. Und ich wusste es, dass das die letzte Medaille ist. Du hast alle Aufsteller gesammelt. Zur Belohnung hättest du eine Medaille. Jetzt hast du schon 6. Ah, okay, aber es kommt nichts Spezielles dafür, dass ich alle 6 Medaillen habe. Im Übrigen, falls ihr euch fragen wollt, wie habe ich die jetzt zusammengesammelt, ganz einfach. Ich bin in das Level die ganze Zeit immer und immer wieder reingegangen. Zusammen mit dem Münzmagneten. Und habe dabei Mopsy verwendet, der auf den Stacheln laufen kann, ohne dass er Schaden kriegt. Und so bin ich dann halt einfach mindestens so 200 Mal durch das Level gegangen und habe mir die Blumenmünzen zusammengesammelt. Da ging es halt am schnellsten. Das Level hat nur 1 Minute gedauert, ungefähr immer. Und ich habe so um die 30 Münzen pro Level bekommen. Im Übrigen, bei den Power-Ups hier, die wir ja als Aftergame so gesehen kaufen konnten, ich dachte, man kann damit als Elefant etc. anfangen, aber nein. Das hier kann man jetzt auf alle 4 Power-Ups beziehen. Jedes Power-Up, das du einsammelst, verwandelt dich in die Elefantenform. Es wäre also egal, ob ich einen Pilz aufsammle, ob ich den Bohrer aufsammle oder eine Feuerblume. Wenn ich das ausrüste, dann werde ich durchgehend zum Elefanten und dasselbe natürlich so Feuerblume, Seifenblase und Bohrer. Also in der Hinsicht schon nice, hätte man aber früher gebraucht. Definitiv wesentlich früher. Ja, ne? Und das war soweit alles. Ich drücke jetzt mal hier Speichern. Und dann gehen wir nochmal durch. Also Level kann man auf jeden Fall sagen, wir haben alles mitgenommen, was irgendwie mitnehmbar war. Abzeichen haben wir ja auch alle. Wir haben alle Aufsteller. Die Aufsteller können wir auch nochmal durchgehen. Beispielsweise hier finde ich Stachelkugel Mario ganz cool bei den Aufstellern. Also, es gibt so leichte Unterschiede zwischen denen. Ich finde, am schönsten sind unter anderem hier von Toad die Stachelkugeldinger. Weil das Face dazu ist einfach nur genial. Aber was Power-Ups angeht, finde ich, sind die Yoshi-Up-Power-Ups richtig cool. Zum Beispiel hier, wenn man den Goomba sieht, einfach nur so eine Eierschale auf dem Kopf. Finde ich richtig lustig. Oder hier bei Mopsy, die Stachelkugel. Die finde ich auch ganz lustig. Ansonsten ist, sind die Power-Ups halt, ja, hat Hasenuhren. So, Leute, ich bin jetzt hier mal eben kurz aus dem Bild gepackt und ihr seht das gerade rangezoomt. Also ich habe halt alle Samen eingesammelt. Ich habe alle Medaillen. Ich habe maximale Leben. Ich habe alle Aufkleber. Also man kann mir wirklich nicht vorhalten, ich hätte nicht alles geholt aus dem Spiel, was irgendwie ging. Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es gab eine sehr, sehr gewaltige Artenanzahl an Gegnern, die alle ihre eigenen Tricks hatten, schön gestaltet waren, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, was Gegner, ich mach mal so eine Rankingliste von 1 bis 5. 5 ist gut, 1 ist schlecht. Was Gegneranzahl und Kreativität da angeht, gebe ich auf jeden Fall eine volle 5.
Die Bosskämpfe selbst, die kriegen von mir nur eine 2. Also, die Bosskämpfe waren ja ganz cool. Zumindest die 2 kriegen die Bowser Jr. Bosskämpfe. Der Bosskampf mit Bowser selber, der kriegt eine komplette 5. Aber Bowser Jr., es hat sich gefühlt immer so angefühlt, als hätte ich einen und denselben Boss die ganze Zeit bekämpft. Klar, da waren minimale Unterschiede, aber es war trotzdem gefühlt durchgehend der gleiche Boss. Selbst wenn man hier die Map mit einberechnet, es hat sich wie der gleiche Bosskampf durchgehend angefühlt. Deswegen fand ich den Teil eher schade. Aber den Bowser-Bosskampf, den kann man nur in allen Punkten loben. Der Beat war geil, der Bosskampf war richtig cool. Also, der hat mir richtig doll gefallen, der Endkampf. Jetzt zu Power-Ups, das kann man ja auch nochmal bewerten bei Mario. Das kriegt bei mir die schlechteste Note. Ich würde sogar von 1 bis 5, wo 1 schlecht ist, eine 0 geben. Also ja, da waren zwar neue Power-Ups bei, abgesehen von der Feuerblume, wirklich nur Power-Ups, die neu waren. Dafür haben sich die Power-Ups wirklich in Grenzen gehalten. Also es waren so wenige, wenn man kann das ja beispielsweise mit Mario Bros. Wii U vergleichen. Selbst da waren es mehr. Die von der Wunderblume, die Power-Ups, die kann man zwar noch mitrechnen, aber trotzdem waren es nicht mal halb so viele, wie man es normalerweise von Mario gewöhnt ist. Und da gab es dann halt keine wirkliche Vielfalt. Sie waren schön gestaltet. Den Elefanten habe ich überhaupt nicht so wirklich gemocht. Also, ja. Mit dem Elefanten fühlte sich wirklich nur so an, als wollten sie was Besonderes machen. Aber der Elefant war meh. Diese Wunderblumen fand ich ganz nett. Beziehungsweise, dass man mit dem Elefanten am Ende des Screens nochmal was machen konnte. Wenn man Wasser im Brüssel hatte, dass man diesen Poplin dann geduscht hatte. Da fand ich irgendwo dann noch lustig. Aber wie gesagt, die Power-Ups hielten sich in Grenzen. Diese Abzeichen mache ich aber mal im Nebenteil. Die packe ich mir bei dieser Bewertung tatsächlich auf 4. Ich finde, dass da noch ein bisschen Besserung gewesen wäre. Dass diese Art von Power-Ups, naja, ich würde sie so als halbe Power-Ups sehen. Die haben sich richtig cool angefühlt. Man konnte mit denen viele verschiedene Spielstile machen. War richtig nice. Man konnte sich von Anfang an beispielsweise auch einen Pilz geben oder die Münzen anziehen. Richtig nette Effekte. Diese letzten Teile, also diese mega Teile, zum Beispiel dieses, man rennt nur durchgehen oder man ist am Dauerhüpfen. Das waren eher Debuffs, habe ich ja gesagt. Aber das hat es ja gegen Ende nochmal ein bisschen schwerer gemacht. So hat sich das Ende zumindest nicht zu leicht angefühlt. Aber ganz ehrlich, es war auch ein bisschen arg schwer. Also, ich wiederhole nochmal, ich habe das jetzt hier nochmal 2-3 Tage später aufgenommen, weil ich da wirklich 3 Stunden an dem letzten Level ungefähr gesessen habe und dann einfach keine Lust mehr hatte. Aber bei dem Level, da kann man auch von einer großen Vielfalt sprechen. Die Level waren auch alle besonders, genau wie die Minions, die waren alle besonders. Was ich ja auch schön fand, dass man so eine riesige Anzahl an Charakteren hatte, mit denen man spielen konnte. Sogar die Möglichkeit gibt hier so, ja, kannst auch ruhig mit Mopsy eben kurz in einem Level eben kurz farmen gehen, wenn du unbedingt Power-Ups etc. brauchst. Ich hatte beim letzten Level wirklich schon mit den Gedanken gespielt, einfach zu Mopsy oder Yoshi zu wechseln, weil die unsterblich sind und ich keinen anderen Weg mehr sah, das Level zu schaffen. Aber irgendwie habe ich es ja dann doch noch geschafft. Aber es war die größte Hürde in meinem Leben. Also da war so ein gewaltiger Schwierigkeitsanstieg auf einmal beim allerletzten Level. Das vorletzte Level, das war nur deswegen ein bisschen schwer, weil man nicht wirklich springen konnte. Und du wirklich beten musstest. Dass du erstens ein gutes Power-Up aus dem ersten Ding da rausholst und dann alles abblocken kannst. Ansonsten beten, dass du nicht aus Versehen oben reinspringst. Und man muss auf jeden Fall sagen, der letzte Aufkleber, beziehungsweise das letzte Power-Up, was man für den Prinzen bekommen hat, das war komplett unnötig. Ich hätte es lustig gefunden, wäre das letzte Power-Up gewesen, durchgängiger Stern. Das wäre wirklich so ein, dass man sich verdient hat, das gegen Ende. Dass jedes Power-Up dann zum Stern wird.
Damit man damit eventuell noch die letzten Aufsteller holt. Ich weiß, es klingt ein bisschen OP, aber das wäre wirklich eine mehr als angemessene Belohnung für das allerletzte Level gewesen. Mit Abstand eine angemessene Belohnung. Diese komische Stimmen zu hören, finde ich, das war absoluter Schrott und das hat sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt. Also jetzt mal groß alles zusammengerechnet, würde das Spiel von mir eine 3 bekommen. Es hatte an vielen Ecken Verbesserungspotenzial. Das Beste waren halt wirklich die Gegner, die am besten gestaltet waren. Power-Ups hielten sich in Grenzen, wie gesagt. Auch die Bosskämpfe, abgesehen vom allerletzten Bosskampf, waren meh. Also hat man überhaupt nicht gefühlt. Der erste war noch gefühlt besonders. Danach hast du gefühlt jedes Mal den gleichen Gegner bekämpft. Das war absolut langweilig. Dasselbe kann man bei den Luftgaleeren sagen. Das war halt auch nur, ja, ein kleines bisschen anderer Ablauf, wie du nach vorne rennst und das war's auch schon. Deswegen habe ich die Bosskämpfe nicht gefeiert. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was ich von dem Spiel gehalten habe. Ich fand trotzdem, dass es ein recht spaßiges Projekt war. Natürlich schade, dass Sunny nicht bis zum Ende dabei war. Aber ganz ehrlich, ich glaube, spätestens beim Ende hätte er gesagt, nee, ich mach nicht mal mit, mach das alleine. Weil ich weiß, dass wir das im Koop nie und nimmer hinbekommen hätten. Naja, auf jeden Fall, Leute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich aber mal ciao und bis dann.